So, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit für den besten Zugsimulator überhaupt. Wir sind mal wieder in der Kälte unterwegs. Ich bin mal ein bisschen für mich selber gefahren. Ich dachte, da verpasse ich nicht viel. Und ihr habt nicht viel verpasst. Ich bin jetzt vorgefahren, mitten ins Nirgendwo, wo jetzt hier der Victor ist. Er beschwert sich schon, dass ich dann das Missionsgebiet schon wieder verlasse, obwohl ich hier daneben stehe. Aber ja, okay. Wir sollen ja da die Waffe und das Messer abholen. Auch wenn wir eigentlich ganz gut bedient sind. Schauen wir mal vorbei. Der hat hier sogar einen kleinen Weg. Ich erwarte wieder Dialoge, die es einfach in sich haben. Das ist richtig tiefgründig. Oh, nicht das Häuschen hier, ne? Ist einfach nur mitten im Nirgendwo. Oh ne, Musik. Moin, Victor. Wie ich schon sagte, perfekte Dialoge. Kann man das ausmachen? Nee. Okay, dann halt nicht. Kalaschnikow-Munition. Okay. Also was ich mache von dir mal kurz ein Foto. Okay, den Kopf des Hirsches bekommen. Mit dem Kalaschnikow. Ist eigentlich ganz nett hier. Ja, mach mal auf. Was haben wir hier? Nichts. Okay, ich muss hier weg. Oh, YouTube, bitte strike mich jetzt nicht wegen der Musik. Was haben wir hier? Okay. Boah, Junge. Das musst du hier mal sauber machen. Das geht gar nicht. Den Kopf des Hirsches bekommen. Ich bin tatsächlich an einer Hirschgruppe vorbeigefahren. Da hinten blinkt's. Ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl. Okay. Ja, dann immer halt mal jagen, ne? Scheiße, was ist, wenn hier wieder ein Bär kommt? Nehme ich dich. Das war ja einfach. Es ist einfach nur das falsche Spielzeug für Jagen, aber I guess es funktioniert. Okay. Jetzt? Achso, ja, jetzt Messer natürlich ausrüsten. Da rein. Haben wir ja schon eins. Alter. Okay. Ja, und jetzt? Was ist? Jetzt habe ich einen Hirschkopf. Aha. Soll ich es mitnehmen? Ja, komm. Oh, was zum Essen. Schön, rohes Hirschfleisch. Hat da jemand? Ich behalte mal die Waffe. Nur für alle Fälle. Wir haben sogar ein bisschen Hunger. Was ein echtes Hirschrauku. Oder ein Gulasch mit Wildhirschfleisch. Oh, das wäre geil. Jetzt kriege ich Hunger. Also kurz nach Mittag und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe gerade vor dem Video das Video von der BR218 gemacht in Chains in World. Und hab dann noch über diesen einen neuen Zugsimulator gesprochen, wo der Name nicht eingefallen ist. Train Planet. Hab da noch mal nachgesehen, ob da eigentlich irgendwas passiert ist. Also auch so kommunikationstechnisch. Und nö. Alles ruhig. Es gibt doch nicht mal ein offizielles Forum. Es gibt nur die Steam-Sachen. Und da ist tot. Schon die ganze Zeit. So.
Das wird bestimmt mal ein perfektes Simulator. Wenn die Devs da so aktiv am Kommunizieren sind. Genau das Gegenteil ist eigentlich der Simulator hier. Die Devs hauen da Patches raus bis zum geht nicht mehr. Und gehen da sehr auf die Community ein. Sogar die Lok wird extrem gepatcht bei der Simulation her. Finde ich gut. Und was ich gesehen habe, sie sind jetzt auch im Freeroam am Rumarbeiten, dass es abwechslungsreicher wird. Hat was. Ich meine, es ist schon trashig, aber gar nicht mal so schlecht trashig. Wir haben Hunger. Tun wir was essen. Tun wir was essen. Wir sagen da. Ein gutes Roggenbrot. Ohne irgendwas drauf. Warum nicht, ne? Gut. So, gib mal Gummi hier. Soundtechnisch wäre natürlich irgendwie geil, wenn da was kommt. Dass das Ding mal ein bisschen realistischer klingt. Beschleunigen, ich versuch's ja. So, was sagt denn der Zustand von unserem Zug? Naja. 78, 58, 77 da hinten, glaube ich, war ja noch so ein Teil. Ja, genau da, 45, 59. Ich muss wirklich mal in die Werkstatt. Ich meinte, glaube ich, ich habe sogar im letzten Video erwähnt, dass das vielleicht eine gute Idee wäre. Andere Lieferungsstelle 5,6 Kilometer, also nicht der Bahnhof. Aber Michael ist da. So. Einmal da runter, dankeschön. Na, ah, das ist wieder nur so ein Durchgangsteil hier. Und Devs, bitte fügt eine Option ein, dass man hier das UI ausblenden kann. Oder ins Screenshot-Modus, irgendwie sowas. Das ist doch bestimmt nicht so schwer zu machen. So. Ja, mal voll rein in die Eisen. Ja, wobei. Der steht jetzt gerade da links bei den Autos. Was auch zeigt, gleich der Shop ist. Stehen. Zwölf Grad hier drin. Jetzt habe ich ja keins offen. Habe ich die Tür offen lassen? Yes. Komm, machen wir zu hier. Na toll. Kann ich nicht raus wegen dir? Oh shit, da ist nicht viel Platz. Hello, dankeschön. Okay. Einmal schließen. Der nimmt die Leute nicht mal mit. Schande über dich. So, Shop. Waffen zu verkaufen. Ich habe eigentlich. Kalaschnikow mit Zielfernrohr. Kalaschnikow.
Also das, was ich jetzt gerade bekommen habe. Ne, Mortadella. Ein Riesenteil. Und Bier. Sonst nichts Neues. Nö. Nö. Was gibt's bei dir? Lecker Brot und so. Moin. Я тут, кто превращает смерть в искусство. Каждая доставка – это новое путешествие, история, которую нужно рассказать. Ja, ist klar. Wo habe ich das? Bernhard. Ah, ist nicht grob. Bitteschön. Все эти внушительные ветви свидетельствуют о значительной силе и величии этого животного. Эти рога повествуют о жизни оленя, его успехах и борьбе. Это свидетельство того, что ему пришлось пережить, чтобы рога выросли такими большими. Директор будет доволен. Wenn du wüsstest, wie wir das erledigt haben. Okay, $30. Oh, kann ich das jetzt verticken? Твой профессионализм превзошел наши ожидания. Ау. Яфенская группировка пытается использовать свою репутацию, выпустив на рынок отравленный спирт. Вероятно, они подмешают в него ракетное топливо. Это нельзя оставить без последствий. Окей. Он ездит на голубой машине. Убей его и уничтожь его смертоносный груз. Wir sollen ihn töten und die Ladung. Ja, okay. Also, kann ich das jetzt. $15 nur? Okay. Ja, dann. Das ist halt unsere Hauptwaffe. Wie sieht's denn aus? Ich hab da noch ein Messer. Nimmst du das auch? Ein einziges? Nö, nimmst du Waffen. Okay. Ja dann, tschüss. Tötung des Alkoholiners, Vernichtung der Flaschen. Sag mal, wir haben da eine Abweiche hier. Gehst du zufälligerweise in ein Depot rein? Will ich da einfach mal nach rechts fahren? Sollen wir das mal riskieren? Nein. Was soll schon schief gehen, oder? Oh mein Gott, speichern. ASDF, passt schon. Fortsetzen, danke. Okay. Mal schauen, wo uns das hinführt. ich habe das Gefühl, das könnte ich vielleicht bereuen, dass ich das mache. So, lass mich auf. Dankeschön. Rein in die gute Stube. So, so mal an. 16 Grad. Perfekt. Okay, machen wir so und los geht's. Also Signal ist happy mit mir. Dem scheint es nicht zu interessieren, was ich da gerade gemacht habe. Bitte lass es ein Depot gleich sein. Mir nicht eine Instrumentenbeleuchtung. Fenster, so ein Feldgenerator, Stromabnehmer. Oder ist es hier irgendwo Signalange, Heizung? Nee, aber warte mal. Beleuchtung des Messgeräts. Gute Übersetzung, diese.
Außenansicht. Moin. Oder ist es einfach nur so eine Ausweiche? Hello. Das sieht einfach nur nach Ausweiche aus. Das hat sich jetzt richtig rentiert. Ja, okay. Da wäre so ein Plan jetzt nicht so schlecht, was auf einen zukommt. Moin. Schade. Ich dachte, das wäre irgendwie interessant. War ich jetzt einfach mal aufgefahren. Schade, schade. 28 Minuten noch. 3,7 Kilometer. Läuft. Oh nee. Komm, schau mal, nehmen wir runter. Ich glaube, ich habe bis jetzt noch keine Vorsichtszone gehabt, wo man einfach mal durchfahren konnte. Na, da hinten schon wieder das Ende. Yes. Sehr gut. Darf ich? Ja, ich glaube, ich kann wieder. Einmal hoch, bitte. Ja, haben wir beide oben. Jo. Sieht, wenn wir es dann dunkel haben, wenn wir dann ankommen. Das wird natürlich super geil werden für unsere Mission. Ja, dessen könnte man eigentlich was trinken. Bier austauschen mit Milch, bitte. Kann ich die ganze Zeit Bier saufen? Sehr gut. Mich, was das Spiel macht, wenn ich zu spät ankomme. Aber dann effektiv sagt, naja, du kriegst irgendwie weniger Geld oder die Wagen verschwinden dann auf einmal. Ich meine, man hat schon echt sehr viel Zeit zwischen den Stationen für den kleinen Weg. In Moskau und Hangar. Yeah, es wird ein Weichen-Time. So, weg dir. Wie jedes Mal. Jo, mach mal, wenn man. Probleme? Das ist ein Problem.
wir schon drüber. Ja, ein bisschen drüber, ne? Ja. Ach, Mann. Oder? Ja. Da wär's zum Hangar reingegangen. Moment. Was sind die Weichen gerade für den Hangar? Ich hab 24 Minuten. Ich glaube, ich fahre hier mal schnell in den Hangar rein. Mach mal schnell Reparaturen. Und mach das an mit den Wagen. Kannst du mal bitte bremsen, danke. Okay, dankeschön. Dann einmal Retour bitte. Einmal hier voll aufladen. Die vielleicht mal aufladen. Sehr gut. Und Retour, dankeschön. Wir fahren jetzt erstmal in den Hangar. Wieso? So, einmal in den Spiegel rein. Wo ist eigentlich die Haupt... Ja, 500 Meter da hinten. Das war ganz am Anfang. Ja, kein Problem. Gut, dass der Hangar hier ist. Du warst nicht ganz umsonst. Shit, was mir gerade einfällt, wenn wir dann hier dann rumschießen. Dann schießen ja die Bullen wieder auf uns. Das heißt, wir müssten abfahrbereit sein. Wenn wir mit dem ganzen Spaß hier anfangen. Also falsche Bremse. Jo, bleib stehen. Wir gehen schon mal raus. Perfekto. Also einmal so. Und wie schauen wir hier unten aus? Oh, das ist eigentlich egal, wo wir hier reinfahren. Oder wir müssen jetzt nach rechts gehen. Und so dann einfach ins mittlere. Naja, das wird schon passen. Hab doch die Lok steht da drin und ich komme dann einfach an die Teile ran. Siddeli! Einmal rein hier. Ja? Okay. Perfekt. Okay, das war jetzt ein schräger Wechsel. Das war überhaupt nicht fließend, aber okay. Details. Komm schneller. Nicht so viel Zeit. Und die ganzen anderen Führerschaften muss ich ja auch noch reparieren. Ach, Mann.
sehr gut. Die Bank ist da gerade rechts. Mittig war also die richtige Entscheidung. So, ein Stückchen noch. Ja, wird ein bisschen zu weit sein. Ah ja, passt. Gut, rechts zum Reparieren. Ich würde sagen, liebe Leute, das Reparieren mache ich mal für mich selber. Das ist jetzt nicht die spannendste Sache. Klar, dass wir die Lok wieder hier auf Schuss haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe die Lok leider nicht komplett reparieren können, weil in diesem Hangar gab es keine Stoßdämpfer. Ich habe jetzt da vorne die Heizung ausgetauscht, hinten die Heizung getauscht, den Signalgeber habe ich getauscht, den Tacho habe ich getauscht. Also man sieht es jetzt hier. Also die Sachen, die könnte man dann am Schrottplatz wieder fertigen. Aber bevor wir das machen, werden wir uns jetzt hier mal eine Waffe holen und mal den Shop besuchen. Ja, okay. Das heißt irgendwie das blaues Auto, ne? Ich könnte von der Ferne. Naja, erstmal gucken, was Sache ist. Und ich hoffe, das überlebe ich. Das ist kein blaues Auto. Moin. Ach, das ist der Shop, oder wie? Aha. Da lässt mich das Spiel ja nicht raus. War das überhaupt in der Stadt? So unsicher. Könnte ja gut sein, dass wir halt noch weiterfahren müssen. Nö. Die, was ich da noch habe, will ich mir behalten. Ich glaube, das ist nicht hier. Nochmal, wie konnte man das wiederholen? Was nicht mit R oder D? Macht auf jeden Fall nichts mehr. Wisst ihr was? Ich glaube, wir fahren jetzt einfach mal weiter. Und wenn er dann sagt, ja, sie verlassen das Missionsgebiet mal wieder, dann fahre ich halt retour. Und ich glaube, da unten steht schon mal der neue Wagen. Okay, einmal rein. Wo war denn jetzt leider? Du nichts zu sagen? Hab's doch gewusst. Ja, okay, Kopplung der Waggons. Und tschüss. Wir haben jetzt hier gleich drei Weichen zum Stellen. Und was ich jetzt natürlich nicht getauscht habe, waren die Lampen hinten. Aber gut. Kriegen wir auch so hin. Braucht schon auf allen Seiten eine Beleuchtung. Ja, das reicht. Die sieht nach Gefahrstoff aus. Genau das Richtige für mich. Sind drei Weichen. Soll ich vielleicht daneben schon mal stehen bleiben und die umlegen? Ich glaube, das macht Sinn. Jo, fahren wir noch ein kleines bisschen. Wenn ich dann hinter der letzten Weiche bin, dann brauche ich einfach nur noch durchheizen.
Okay. Okay. So. Einmal umlegen. Oder kann das stimmen? Das ist links. Ja, wird schon passen. Er hat gesagt, sie soll da was machen, also tue ich's. Okay, weiter geht's. Ihr Dudes, für was werdet ihr eigentlich bezahlt? Ihr lauft hier nur doof rum. Ihr könntet mal die ganzen Weichen hier umlegen. Die Leute, die hier am Arbeiten sind. Oh, da muss ich aber erstmal dahinter. Sonst wird das nichts. Wieso will er die andere dann auch noch hier haben? Eigentlich reicht doch nur die Weiche da. Beziehungsweise die Weiche da vorne. Wird sich gleich selbst erlegen. Jo. Perfekt. Das läuft. Blockieren, aber gut. Es fährt ja leider nichts rum. Das ist immer noch. Ah, weiß was, die Weiche da hinten. Kann ich eigentlich ignorieren. Obwohl er nicht so ganz happy ist, ne? Naja. Solange wir. Ach du Scheiße, was ist, wenn wir jetzt entgleisen? Die zeigt noch gerade runter. Was sie eigentlich nicht sollte. Ich glaube. Warte mal. Das ist. Ich speichere jetzt erstmal. Nur für alle Fälle. Überschreiben. Dankeschön. Strecke ist besetzt. Okay, das hat er schon mitgekriegt. Ich fahre jetzt mal ein bisschen vorwärts. Ich habe Angst vor dieser Weiche. Ah, jetzt. Das hat nur so ein kleines Mühe noch gebraucht. Gut. So, komm, wer da fährt rückwärts? Du das mit? Da ist mir übrigens bei der Reparatur noch was aufgefallen. Und zwar im zweiten Abschnitt. Da ging noch ein bisschen mehr kaputt. Die Dinger da. Spannungsregler. 3 Stück. Die braucht es noch. Und ansonsten vorne halt noch die Lampen und die Aufmerksamkeitskontrolle und hat die Stoßdämpfer. Ich brauche noch einen Hangar. Ist jetzt bei 93. Der Rest ist eigentlich in Ordnung. Was ist hier los? Okay. Ich sollte vielleicht nicht ganz so schnell daran. Wie weit ist es noch? Ja, nicht so weit. Machen wir noch mal ein bisschen schnell hier und dann abbremsen. Habe ich die Bremse drin? Ist relativ rapid nach unten gegangen.
So, liebe Lok, ein paar Meter noch. Ich sollte mal probieren, hier einen Führerstandswechsel zu machen. So schwer konnte es doch nicht sein. Wurde ja in der allerersten Episode hier erklärt, dass es funktioniert. Ah ja, erstmal alles einschalten. Irgendwann läuft sie schon. Ja, was noch Stufe 3? Ja, das kommt gut. Guck mal, bist du. Nee, du berührst, okay. Gleich rumpft. Ja, wir gehen mal hier weg. Dann sollte das passen. Stufe 1. 3,8. Yes, wir sind dran. Das Sino auf den Nebengleiser ab. Maximal Transportbetrieb eine Stunde mal wieder. Okay, Kollege. Okay, ich würde mal sagen, ich fahre jetzt mal Richtung Tassino. Ich werde es aufnehmen. Wenn da irgendwas Interessantes passieren sollte, dann werdet ihr es sehen. Ansonsten sehen wir uns in Tassino wieder. Und dann ist hoffentlich da der Alkoholhändler. Mal gucken. Ansonsten, ich glaube, ich speichere hier nochmal. Einmal da. Für den Fall, dass es doch hier ist. Gut, also, liebe Leute, bis gleich.
So, liebe Leute, damit wären wir heile angekommen. Gab eigentlich soweit keine Zwischenfälle auf der Fahrt. Die Strecke hier schaut echt furchtbar aus, aber gut, was soll's, das ist halt ganz normal hier in dem Simulator. Ich muss sagen, rein so vom Fahrtechnischen war das bis jetzt so der längste Abschnitt, hat wirklich mal Spaß gemacht. Einfach da mal ein bisschen durchzufahren und die Landschaft zu genießen von dem, was man halt so sehen konnte. Und jetzt heißt es natürlich weitergehen hier in die nächste Stadt bzw. Dorf, um zu schauen, ob da unser Dude da endlich ist. Und ich glaube, das machen wir jetzt einfach mal. Wir werden die Bremse lösen und dann abgepust. Sehr gut. So, vorwärts, Leistung geben. So muss das. Ja, rein so vom Marker hat sich jetzt leider auch noch nichts getan. Ich hätte wirklich gern mal ein Journal, aber ist halt noch nicht da. So, knapp 450 Meter. Nicht weit, dann bleiben wir da vorne mal mitten auf der Strecke wie immer stehen. Interessiert ja eh hier keinen. Aber ich habe so eine Vermutung, dass wir noch eins weiter fahren müssen. Vermutlich da, wo wir die anderen Wagen hier wieder abholen müssen. Und so weit gefahren sind wir auch nicht. Haben ja entsprechend auch keine Meldung diesbezüglich. Ich hätte gerne eine Karte, wie das Ganze hier aussieht. Vermutlich wäre es dann eh nur so ein ganzes Schlauchding. Gut. 180 Meter, ja. Ein bisschen weiter rollen. Ah, das ist doch bestimmt wieder nur so ein Haus. Und dann haben wir wieder kein Auto vorher. Ja, es ist so ein Haus. Ja, ich glaube, das wird nichts. Gut, bremsen. Dankeschön. Jo, kleiner Laden. Nichts mit Autos. Aber ich würde sagen, erstmal nochmal speichern, bevor hier irgendein Blödsinn passiert. Gut, hör zu. Und raus. Los geht's. Beziehungsweise, da nochmal kurz zumachen, dann geh. Es sieht halt wieder so aus wie das von den anderen Dörfern. Wir werden kein Glück haben. Da fahren halt auch keine Autos rum. Ja, schwarz und will vermutlich wieder Waffen haben, oder? Ja, natürlich. Da hinten ist ein blaues Auto. Aber das fährt nicht. Ja, gut. Nehmen wir mal einen Laden rein. Aber ich glaube, das wird eh nicht viel bringen. Jo. Nein, will ich nicht. Danke. Ach, Mann. Okay. Aber wisst ihr was? Wenn wir schon mal hier sind und ich jetzt eh nichts mehr zu tun habe, will ich mal kurz was ausprobieren. Mit wem fange ich an? Ich würde sagen, mit dir. Jo! Okay, es ist dann nicht so gut gelaufen. Na gut, liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle können wir die Episode beenden, machen wir der nächsten weiter und dann kriegen wir hoffentlich unseren Alkoholhändler. Bis dahin. Macht's gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.